Hallo, Ike hier. Ich werde euch gleich einen Clip zeigen und danach noch kurz was sagen. Hier der Clip. Okay, nein, wir machen heute Glaubensbekenntnis erfrischen. Weil du bist schon Muslim und du lebst nicht so nach den Regeln von Islam. Und jetzt machen wir das wieder erfrischen. Und dann bist du wieder ein voll frischer Muslim und dann machen wir alles gut, inshallah. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك من يومتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ملباس بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله Erkläre dir jetzt, was wir gesagt haben. Zuerst haben wir von den Sünden uns zum Allah hingegeben. Und das Zweite, das Amen, wo er gesagt hat, das ist das Glaubensbekenntnis. Dort sagt man, Amen tu billahi. Ich glaube an einen Gott. Wenn man ich glaube an die Engel, an alle Engel, wo Gott gesandt hat und wo hat. Das sind die Bücher. Das sind alle Bücher drin. Das ist die Tora drin, das ist die Bibel drin, natürlich auch unser Koran. Und wer Rusulihi, das sind alle Propheten, die Allah gesandt hat. Ich glaube an diese. Und ich glaube, dass nach dem Tod ein Leben gibt, das Achere. Das andere Leben und dass das Gute und Böse durch Allah erschaffen worden ist. Und dann sage ich, das Glaubensbekenntnis, das, wo man braucht, zum Islam reinzugehen, das ist die Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das heißt, ich bezeuge, wie wenn ich gesehen hätte, wie wenn ich weiß es, oder? Dass es keinen Gott außer Allah gibt und ich bezeuge nochmals, dass Mohammed sein Prophet und sein Gesandter ist. Wenn du sagst das auch, jetzt machen wir das zusammen und dann haben wir das inshallah gemacht. Du versuchst du mit uns, oder? Ich habe la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
habe nun den Clip gesehen. Das würde jetzt viele verwundern, wieso jetzt der Eik auf einmal die Schahada aufgesagt hat und somit das Glaubensbekenntnis zum Islam. Die Details folgen dann am Sonntag, aber es ist eindeutig, ich bin zum Islam jetzt konvertiert. In einer Moschee hier ganz in der Nähe, also in der Nähe im nächsten Dorf einfach. Ja, müsst ihr jetzt damit leben. Danke und tschüss.